Hier ist die Folge 298 des Aquacura Meerwasser und Podcast, der Pflegemittelmarke für Meerwasseraquarien. Mein Name ist Markus Mahl und ich freue mich, dass auch diese Woche mit dabei bist. Vorab noch der Hinweis, dieser Podcast enthält Werbung aufgrund von Namensnennungen. In diesem Podcast gebe ich alles, was ich so in meinem Alltag als Aquarienbauer und bei der Pflege von Meerwasseraquarien erlebe und täglich noch dazulerne, direkt an dich weiter. Weiterführende Informationen findest du in meinem Buch bzw. Hörbuch, wenn ich das Buch, das Hörbuch oder auch meine Meerwasserpflegemittel wie Spurenelemente, Bakterienlösungen, Mittel gegen Cyanus und so weiter interessieren, findest du den jeweiligen Link in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht es los. Seit ein paar Wochen schon kursieren im Internet immer wieder Berichte und Videos von einer technischen Neuentwicklung, die Glasrosen, Marianus und schnell wachsende Korallen, Planarien und so weiter leicht und problemlos abtöten soll. Es ist die Rede von ITC Reef Delete. Das ITC Reef Delete ähnelt auf den ersten Blick einer kleinen Staubtaschenlampe. Es ist etwa 15 cm lang und das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt. Im hinteren Ende des aufschraubbaren Gehäuses befindet sich ein Akku, der mit einem USB-Stecker aufladbar ist. Das tatsächliche Herzstück befindet sich in der Spitze des Alugehäuses. Dort sitzt eine Hochleistungs-UVC-LED hinter einer Linse. Und genau mit dieser Hochleistungs-LED kannst du sehr zielgenau die UVC-Strahlung auf zum Beispiel Glasrosen, Marianus oder schnell wachsende Korallen wie Xenias, Zoanthus oder auch Glavularias richten. Durch die Bestrahlung wird der Parasit verhältnismäßig schnell abgetötet. Der Unterschied zu einer Bekämpfung mit Salzsäure oder ähnlichen Substanzen ist, dass mit der UVC-Strahlung der Parasit extrem genau bekämpft werden kann, so dass auch zum Beispiel Glasrosen, die inmitten einer Korallenkolonie sitzen, problemlos abgetötet werden können. Bei einer Bekämpfung mit zum Beispiel Säuren ist es oft nicht vermeidbar, dass auch die Korallen im direkten Umfeld der Glasrosen Säure abbekommen und dadurch auch stark beschädigt werden. Hinzu kommt, dass die Bekämpfung mit Säuren immer einen negativen Einfluss auf die Zusammensetzung des Aquarienwassers hat. Das bedeutet, dass besonders wenn du einige größere Glasrosen entfernen möchtest, du verhältnismäßig viel Salz oder Zitronensäure zur Bekämpfung benötigst und eine Überdosierung droht. Durch die Zugabe von Säure sinkt dein pH-Wert sehr schnell ab, weshalb die Bekämpfung von mehreren bzw. größeren Glasrosen auf mehrere Tage aufgeteilt werden muss. Bei der Bekämpfung mit UVC-Licht ist eine Überdosierung ausgeschlossen. Wie immer vorab ein kleiner rechtlicher Hinweis. Diese Folge enthält Werbung aufgrund von Namensnennungen. Diese Folge wird dir von Aquacura, der Profi-Pflegemittelmarke für Meerwasser-Aquarium-Pflegemittel, präsentiert. Aquacura Pflegemittel hältst du ausschließlich in meinem Online-Shop. Schau einfach mal vorbei unter www.aquacura.de. Dort findest du alle wichtigen Pflegemittel für die erfolgreiche Pflege deines Meerwasseraquariums. Mach es genauso wie inzwischen sehr viele der Podcast-Hörer und benutze auch du die gleichen Pflegeprodukte wie wir bei unseren Aquarienwartungen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Ich sehe jedoch noch einen weiteren Vorteil darin, dass bei der Bekämpfung von Glasrosen eventuell die DNA der abgegebenen Sporen direkt auch durch das UVC-Licht verändert bzw. zerstört wird, so dass eine anschließende Massenvermehrung ausgeschlossen ist. Auf dem Aluminiumgehäuse befindet sich ein Sensor, der sicherstellt, dass das UVC-Licht nur unter Wasser aktiviert werden kann. Sobald sich der Sensor außerhalb des Wassers befindet, erlischt das UVC-Licht. Das Gerät verfügt über die Schutzklasse EP68 und somit ist auch für eine optimale Sicherheit gesorgt. Ich habe am Anfang dieser Woche mein bestelltes Exemplar erhalten und natürlich auch gleich getestet. Mein erster Eindruck beim Auspacken war die solide Qualität des Alugehäuses. Nachdem ich den Akku mit einem USB-Kabel aufgeladen hatte, machte ich mich daran, Glasrosen zu bekämpfen. Interessant dabei war, dass sich die Glasrosen nicht gleich zusammenziehen, als wenn man sie mit Säure oder anderen Mitteln bekämpft. Nach ca. einer Minute Bestrahlungszeit aus ca. 1-3 cm wirkten die Glasrosen ziemlich angeschlagen. Nach rund 24 Stunden später waren sie komplett verschwunden. Auch der Test mit Xenias oder Glavularias brachte das gleiche Ergebnis wie bei Glasrosen. Nach einem Tag waren sie komplett verschwunden. Was man jedoch trotz der echt guten Ergebnisse bedenken muss, ist, dass das Gerät ideal geeignet ist, um einzelne Parasiten bzw. aufkommende Plagen gezielt zu bekämpfen. Bei größeren Mengen an Glasrosen oder größeren Flächen von wuchernden Korallen ist der zeitliche Aufwand, wie ich finde, sehr hoch, um ein sichtbares Ergebnis zu erzielen. Auch die Bekämpfung von einzelnen Parasiten oder Astarina-Seesternen ist mit Sicherheit in kleinen Mengen sinnvoll. Bei größeren Beständen ist, wie auch bei Glasrosen, Einsatz von natürlichen Fressfeinden vorzuziehen.
Wenn dich auch andere Möglichkeiten der Bekämpfung von Glasrosen, Majanus, schnellwachsenden Korallen, Planarien oder auch Asarina-Seesteine interessieren, findest du zu jedem der einzelnen genannten Parasiten eine eigene Podcast-Folge in der Podcast-Beschreibung. Als weiteres Einsatzgebiet gibt der Hersteller die Bekämpfung von Cyanus an. Das habe ich auch getestet und es hat auch gewirkt. Cyanus treten in der Regel flächig auf, weshalb ich hier die Bekämpfung nicht für sinnvoll halte. Hinzu kommt, auch wenn es wirklich wirkt, wird der Effekt nur von kurzer Dauer sein, da das Auftreten von Cyanus eine bestimmte Ursache hat, die durch den Einsatz des Reef Delete nicht behoben wird und somit sehr sicher ist, dass die Cyanus auch nach kurzer Zeit wieder zurückkehren werden. Schauen wir uns zum Schluss noch den Preis an. Im Durchschnitt kostet das Reef Delete online rund 350 Euro. Ich finde, wie anfangs erwähnt, dass das Gerät qualitativ sehr hochwertig ist. Grundsätzlich bin ich trotzdem gespannt, wie es sich aufgrund des doch höheren Preises am Markt durchsetzen wird. Mein Fazit zum Schluss. Es eignet sich sehr gut, um kleine Mengen an Parasiten zielgenau und sicher abzutöten. Für größere Parasitenbestände oder Flächen wird es aufgrund der nötigen Bestrahlungsdauer etwas zeitintensiv. Einer der für mich größten Vorteile liegt darin, dass keine Substanzen zur Bekämpfung der Parasiten erforderlich sind, die die Zusammensetzung des Aquarienwassers negativ verändern. Was jedoch berücksichtigt werden muss, ist, dass der Einsatz bei hohen Aquarien nicht mehr funktionieren wird, da der Bekämpfungsradius durch die Armlänge beschränkt ist. Das bedeutet, bei Aquarien, die höher als 80 oder 90 cm sind, kann ich die Parasiten in tieferen Zonen nicht mehr erreichen, so dass ich dann doch auf eine Salzsäurelösung mit einer verlängerten Spritze zurückgreifen muss. Rundum finde ich das Reef Delete eine gute neue Möglichkeit, um Parasiten zu bekämpfen. So, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, du konntest wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen und freue mich, wenn du die nächste Woche wieder mit dabei bist. Das Team von Aquacura und ich wünschen nun einen guten Start in die neue Woche. Dein Markus Mahl.